aus. Direkt mein Tutorial, wie man richtig komplett isst. Nee, Digga. Milch rein. Wer macht. Das ist wirklich wieder eine Respektlosigkeit am Morgen. Weißt du, schon gerade Puffs. Dein nicees Video. Guten Appetit, ne? Du brauchst gar nicht so zu gucken. Guck dir diesen hässlichen an. Zuerst die Milch? Oh mein Gott. Nein. Ich hab's gehört, deshalb bin ich rausgekommen. Das ist so bodenlos, ich schwöre auf alles. Das muss man auch mal festhalten, es ist 10.30 Uhr und wir chillen hier uns Reihe. Super Schlafrhythmus, Leute. So wie in Deutschland. Leute, um 11 Uhr meinten wir, lass kurz raus zum Strand gehen. Es ist 12 Uhr gleich. Was braucht ihr so lange? Digga, eine Stunde. Ich bin fertig. Aber auch, hat schon lange gedauert. Jetzt dauert 5 Minuten, sich fertig zu machen für den Strand. Also wir laufen nur ein bisschen. Wir laufen ein bisschen rum. Ja, cooles Outfit. Alle Welt, Leute, ich hab nächste Kollektion kommt bald. 10 T-Shirts, super. Und kurze Hose. What? Warte, Alter. Bilo ist, by the way, immer noch etwas außer Gefecht. Der ruht sich wieder aus. Der ruht sich, weißt du schon, ne? Nur noch heute. Der ruht sich aus, damit er die nächsten Tage fit ist. Abend, dauert 6 in a.m. U.S. And I can put you in. It's the grind, you know what I'm saying? It's the hustle every day. We're gonna try and make the best life. I'm often in Miami living the best life, you know what I'm saying? You feel me? Wir gehen zu Nikki Beach, weil das ist direkt bei uns in die Ecke. Und wir wollen mal schauen, ob es da diesmal voll ist. Weil heute, Digga, ist so warm, das Geist ist krank. Es sind 28 Grad oder so. Vielleicht ist heute Nikki Beach voll. Letztes Mal, als wir da waren, hat es ja geregnet und sowas. Deswegen war es nicht voll. Jetzt, wenn wir schauen, ob es kommen würde, dann gehen wir vielleicht. Ist aber leer, wie man sieht. Das wäre eigentlich eine super Anlaufstelle für uns. Aber irgendwie ist Nikki Beach in Miami nicht das Ding. Weiß nicht warum. Ich laufe hier wie Assis mit Dings. Mit Box rum. So, we're back at the Ocean Drive. Parallel ihr L-Stream von Ort, weil wir Content Creator sind. Super Content Creator. Und hier ist ganz windig. Es sind 1000 Grad, aber der Wind kühlt zum Glück ein bisschen. So ein cooler Vibe hier, Digga. So ein cooler Vibe hier, Leute. Boah. Ich kann nicht mal die Palmen zählen. Also, du nach PS. Kalle wollte einen Satz machen. Das sind Pumpen jetzt mit den Jungs. Wie den an wie Falschgeld. Nice. Das ist ein Foto von Kalle. Die gucken ihn an. Nee. Nee. Kalle, erklär ihm mal die Übung. Nein, der macht falsch, Bro. Er macht das falsch. War's gut? Ja, wir haben ein bisschen Knie trainiert. Knie trainiert? Und dann, ich hab versucht, ein bisschen den Ellbogen zu stärken. War eine geile Sache. Weiter geht's, oder? Braucht man auch noch einen Satz. Thanks, Bro. Appreciate it, mein G. So, man. So, man. Appreciate it, mein G. Ich glaube, wir schnappen uns jetzt ein Fahrrad und fahren ein bisschen lang. Wollen wir uns Fahrrad nehmen? Jetzt? Ja. Es ist so cool gerade, aber es ist so heiß, Digga. Ich schwitze meinen Arsch ab. Ich fahre einfach Fahrrad. Das ist so cool. Es ist so paradiesisch schon wieder hier. Ich fahr freihändig, wuhu. Ich dachte immer, man ist der Coolste, wenn man freihändig fährt. So, wir haben Dieter jetzt auch an Bord. Er hat SESI gehört, da kommt er direkt. Genau, like Bochum? Bochum! Genau. Das ist die City in Germany, Bochum. No? Wie kann man bei meiner Mama? No, Bochum. Bochum, das ist die City. Okay. And I take a little fries. Little fries. One regular drink. One regular drink. And an Oreo shake. Your total is $42.91. Together. Oh, more? Okay. Digga, mein Essen kostet $42 bei Five Guys. Ich habe viel bestellt, aber trotzdem, das geht nicht, dass man für $42 bei einer Franchise isst. Man sagt alles falsch. Jalapenos. Jalapenos. Jalapeno. Ich habe ein Bier. Das Coolste hier sind ganz klar diese Männer. Deswegen liebe ich Five Guys. Das gibt es auch in Deutschland. Da habt ihr zum Beispiel hier Fanta. Geheimtipp. Fanta Peach, Leute. Bier oder Bier?
aus. Übrigens ist das unser Frühstück. Es ist jetzt 14.30 Uhr oder so, ich weiß gar nicht. Und wir haben schon voll viel gemacht heute. Viel. Weil wir einen guten Schlaf uns haben. Grilled Cheese. Übelgeil. So, hier haben wir das ganze Exemplar nochmal. Die haben nur Fake Jalapenos hier, ich weiß nicht warum. Zwiebeln, gegrillte Zwiebeln, Bacon. Sind das zwei Patties? Ja, Bacon, oder? So, Kalle, sag was. Kalle hat eine Krawatte. Guck mal, ich brauche gar nicht viel sagen. Guck nur, was ist hier im Übermaß auf dem Tisch? Ketchup. Junge, die Pommes sind einfach. Digga, guck mal bitte. Guck mal, die sind einfach. Scheiß mal darauf, roh, dass die Pommes scheiße sind. Er ist sogar extra, also wir haben vorher eine Lieferung bekommen. Er ist sogar extra nochmal hingegangen, stimmt, weil die auch so waren. Digga, ich geh da hin, ich sag so, fries are not done. Die so, okay. Gib so die Tüte, ne? Die sagt so, wait a second, ne? So, alright, I got you. Alright, man, I got you. Wir haben extra neue gemacht und ungelogen, ohne zu übertreiben, wie lange stand ich da? 20 Minuten, Minimum. Ja. 6 Minuten so. 7 Minuten. Was? Okay, 10 Minuten stand ich da. 30. 10 Minuten. 2 Stunden stand ich da, Digga. Auf jeden Fall, die geben mir eine neue Tüte. Junge, gleicher Quatsch. Guck mal. Digga, wen nimmt denn die Pommes, wenn man bei Five Guys ist, Digga? Ich schwöre, ich will eine Sache sagen, was ich kotzig finde ist, die Eiswürfel, die kann ich gar nicht richtig draus trinken. Ja, shame. So viel Probleme, Eiswürfel sind key beim Getränk. Kommen die jetzt in die Zähne, ne? Ja. Man kann gar nicht richtig trinken. Weil das nicht so dicke Eiswürfel sind, sondern so flache. Pommes sind sowieso nur Nebensache. Mein Burger war okay. Die haben leider das Wichtigste vergessen. Die Jalapenos. Wie kann man meine Jalapenos vergessen? Ja, bei mir auch nicht. Und die haben einfach keine Mayo hier. Stimmt. Ja, Digga, das ist der. Also, wir sitzen hier alle mit der Krawatte. Wir gehen jetzt noch irgendwo in die Stadt, mal gucken. Noch eine Frage. Wie stellen Sie sich vor, dass ich mit diesem Strohhalm mein Milchshake trinke? Wie soll das gehen? Warte mal, vielleicht haben Sie so eine Milchflasche, so eine Babyflasche. Jetzt haben Sie einen Nuck im Kopf. Ich muss jetzt diese Pommes runterkriegen. Dann gibt es so viel Pommes. Der hat gerade den Code zum Kacken gesagt. Ja, Mann. Ich hab da hinten geschissen. Ich bin zugeschippt. So, wieder Weltrekord verdächtig. Ja. Ist der Ausflug von mir. Bye, bye. Bye. Bye, bye. YouTube. Ich hab verstanden, you have nice trip. Ich hab verstanden, you have nice tits. Von Trip? Von Trip? Trip? Zu Okay, Mann. Euch mal diesen machen. Wollen wir lecker. Wie geht's? Ja, bleibt sie her. Bleibt sie, bist du Österreicher? Ja, ich bin aus Wien. Kennst du Sonntag. Ja, klar. Ich bin geschrieben. Hat ihr eh geschrieben? Ich antworten doch. Ja, hoffe, ich bin genau. Ciao, ja. Ah, Dicker, du Hund. Scherefs ist, Alter. Du machst ihn jetzt hier ein bisschen lang, nichts machen. Was sollen wir machen? Ich hab da so aus dem Blick. Ja, Bruder, ich muss ja. Das geht ja nicht rein. Da läuft so einer vorbei. Denk mir so, das ist eine Maschine, auf einmal ist er deutsch. Der Mann ist mit Fußball hergezogen. College. Ja, University of Virginia. Hab ihn gerade gefragt, wie es war. Erzähl mal. Naja, man denkt sich so, ja, College Amerika. Denkt man sich, keine Ahnung, American Pie und so, alles voll übertrieben. Ist genau so. Du bist einfach genau so. Du denkst, du bist im Film, ohne Spaß. Mein Traum. Junge. Vor allem, du bist deutsch, du fragst, ja. So, hey, so, what's up? Oh, wo kommst du her? Ja, Deutschland. Ah, was machst du hier? Ja, cool. Oh mein Gott, ja, und so. Dann, ich schwöre, der kann Spaß. Sie drehen sich so rüber als ihr und so, oh mein Gott, I'm gonna fuck it, yeah, I'm like, oh mein Gott. Du denkst so, Junge, so, hä, so chill mal, was geht jetzt? Kein Spaß, gerade. Design District heißt es hier. Ich smoke nur Gas. Ja, ich pop keine Zenny. Kommt der doch allein um die Ecke. Hast du noch ein Bar, Digga? Wir haben den Louis Vachin Store. Da vorne ist Givenchy. Givenchy, whatever you call it. Louis Vachin, wo hat er was bei Welt gefunden? Ich dachte, vorne ist Dior, hab ich schon mal gesagt. Hey, wanna go to the Dior, man? Das fuckt mich jedes Mal ab. Guckt so den ganzen Shop nach. Eine Sache ist okay, kostet dann 500 Euro. So denkt man sich. Ich hab mir gerade ein T-Shirt für 125 Euro gekauft. Das ist okay. Ich weiß ich nicht. Wenn ich das meine Mutter sage, schicke ich mich zusammen. Oh my God, we have a new version. So, wir haben nichts mehr gefunden. Wir gehen nach Hause, wir sind voll müde, wir haben Durst.
Jetzt gibt es Uber nach Hause, wir müssen nochmal einkaufen. Aber morgen gehen wir in eine andere Mall. So eine richtige Mall. Kalle war traurig, dass wir nicht in der Mall waren, ja, sondern in so einem Bezirk halt. Ihr werdet sehen. Ich sehe gerade Kommentare und ihr freut euch alle so. Oder ihr sagt alle so krasse Kamera und so. Digga, es ist einfach mein iPhone. Das ist iPhone 13 Pro Max, hier habe ich gerade geschrieben, iPhone 13. Wenn das hätten, sollte einfach immer Vlogs machen, für ihn ist es cool und für uns auch. Geiles Video. Dankeschön, David. Kalle, super Kameramann, Kameraführung, Baba, cool, stimmt, Rot. Also ich lese mir die Kommentare auf jeden Fall auch durch, ne? Leute, viele haben geschrieben, das Stadion war leer, bla bla, aber am Ende war es halt voll. Das hat man ja gesehen. So nach dem zweiten Viertel oder nach dem ersten Viertel, Mitte zweites Viertel war es voll. Ja. Ich bin jetzt zu Hause. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen und so bekommen. Ich hoffe, ich habe nicht vom Bilo mich angesteckt, Mann. Ich glaube, ich habe nur wenig getrunken heute. Und viel gelaufen und Fahrradfahren war anstrengend, Digga. Leute, der ist schon einfach so ein Sonnenbrand. Auf den Armen, ey. Warum lachst du die ganze Zeit, Digga? Hör doch auf jetzt. Ja. Yes! Bilo, Bilo! Digga, guck mal bitte, wie der aussieht. Ey, und du lass auch ganz schön viel. Unser Airbnb läuft morgen ab, also morgen ist Checkout. Und das Ding ist, wir konnten es nicht verlängern, weil schon andere nach uns einchecken. Und wir bleiben ja länger hier, obvious. Weil wir es sehr genießen, hier zu sein in Miami. Und deswegen ziehen wir morgen um in ein anderes Airbnb und auch in einen anderen Bezirk. Wir sind ja nicht mehr in Southfield, sondern wir sind dann drüben in Downtown. Mal gucken, was da so abgeht. Neues Instagram-Bild, lasst ein Like da. Auch mal wichtig zu sagen. Geht drüber auf Instagram, folgt. Richtig und richtig. Lauf ich hier so und guck so Basketball? Vor allem rufen die Jungs. Nein. Junge, ist aber so komisch, wenn man Deutsche sieht hier. So ungewohnt. 11 Sekunden left. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verstehe ich jetzt nicht, warum jetzt die ganze Kamera auf mich gelichtet ist. Verstehe ich nicht. Wir gehen zu Puppy Steak. Habe ich schon bei der einen oder anderen Dame auf Instagram gesehen. Also es ist ein gutes Restaurant. Gibt es ja leider Brot, ne? Guck mal die Preise, Leute. Excuse my friends, but I'm a friend. I'm the same. It's sweet, and the way white if you ask me. Ich glaube, Wagyu Kalotte Biff. 165, aua. Was sagst du? Lamm. Vielleicht wird es für mich auch das Puppy Steak. Mit Puppy Secret Sauce. Ich weiß nicht, wie viel 32 Unzen ist. Aber was auch sie. Ich hab so Hoffnung, dass du gleich Gunner oder Lil Baby reinmarschiert. Ich hab nie so Hoffnung, dass irgendjemand kommt. Die Karls Frau hat heute Geburtstag. 40 Dollar. Vier Schrimps. Carpaccio. Steck ich nicht nach vorne. Geld, Geld, Geld. Also mein Knochen sieht ein bisschen verbrannt aus. Tomahawk. Und mein Spargel. Den willst du jetzt essen? Abknabbern. Guck dir mal an. Ja, aber er sagt abknabbern, lass uns so eine nächste Haut. Guck mal seine Hautfarbe. Hä, doch, das schmeckt. Ich hatte noch nie so gute Musik in einem Restaurant. Was? Aber Restaurant. Das war eine Disco-Schule. Disco mit ein bisschen Essen. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen was booten. War ein bisschen wilder als gedacht. Ja, wirklich. Für einen ruhigen Tag heute. Und mal ein bisschen wilder Abschluss. Ne? Aber nochmal ein bisschen Elani reinkommt. Ne? Und Leute, wir waren. Irgendwie sind wir in die Trends gerutscht, ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall, bam, mal in die Kommentare einfach, lasst ein Like da. Ey, Bilo war auch in den Trends. Stimmt. Aber in den, er macht, ich glaube, die Gaming-Trends. Warum macht er mal? Er hat so Story gemacht, er war Gaming-Trends. Lass Liebe da. By the way, auf dem Rückweg, aus dem Nichts, man kennt es in Miami, nicht anders. Warum regnet es jetzt? Ein Déjà-vu-Rohrt. Genau hier war das. Hier haben wir diskutiert über Basketball. Das war genau und hier. Und da hat es auch geregnet. Und hier haben wir uns gleich versteckt. Ey, ich schwöre, hier ist das gleich. Hat aufgehört. Da, die Hecke. Dann wird es versteckt beim Regen. Hat es geschmeckt? Ja. Carpaccio war krass. Ja, also, Mac and Cheese, super. Für mich war diese 4 Leute für 750 Dollar. Alleine selber würde ich niemals auf die Idee kommen. Im Urlaub muss man sowas machen. Nee. Doch, da war Conor McGregor schon drin. Ich also, ich habe sofort gesagt, weil er nimmt mich zum. Ich meinte sofort, bring mich zum Kolumbianer. Ich esse ein Sandwich. Ich habe gesagt, bring mich zum Kolumbianer, wir essen ein Sandwich. Habe ich zu ihm gesagt. Nee. Da drin war Conor McGregor schon. Genau. Und zwei Tische weiter. War da Benjamin Keks, Leute. Genau. Ich kenne ihn sogar. Warum kennst du ihn sogar? Ja? Ja, klar, der macht doch Tracks, oder? Er hat, glaube ich, ein Lied rausgebracht. Mit Gunner oder so. Ich schwöre, mit Gunner oder so hat er es rausgebracht. Er hat Tracks Songs bekommen. Ja, der ist Schuhverkäufer. Was? Der ist einfach schön. Ja, guck mal.
Ey, der hat gesagt, der ist schon verkauft. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen. Nee, lass mich ruhig. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Willst du mit mir mitgehen? Oder mit dir mitgehen? Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du drehen? Mit den Wiggeln kann ich mir einbauen. Oh mein Gott. Bubble Boss.